Im Reinsdorfer Rathaus konnten heute zwei historische Vereinsfahnen präsentiert werden, die man heute nur noch selten zu sehen bekommt. Jede von beiden ist mehr als 100 Jahre alt und es schlummern auch noch allerhand Geheimnisse in ihnen. Die sollen nach und nach gelüftet werden. Diese Fahne stammt von der Reinsdorfer Schützengesellschaft und ist das Original aus dem Jahre 1878. Aus der Ortschronik lässt sich entnehmen, dass sie 1944 letztmals bei einer Trauerfeier geweht hat. Danach war sie verschwunden. Erst viele Jahrzehnte später hatte Reinsdorfs Bürgermeister Steffen Ludwig eine denkwürdige Begegnung. 1999 hat mich ein Bürger auf der Straße angesprochen und hat gesagt, er hat das Heimat- und Bergbaumuseum in Reinsdorf so toll gestaltet, er hätte was für mich. Und da ist dann diese Fahne zum Vorschein gekommen und ich habe versprochen, den Namen dieses Bürgers nie zu offenbaren, um dass das ein Geheimnis bleibt, wer diese Fahne ab 1944 aufgehoben hat. Und die Schützengesellschaft Reinsdorf hat also im Original diese Fahne nachbilden lassen, sodass ein Duplikat in ihren eigenen Räumen hängt. Und diese Fahne hier, weil sie ist schon etwas marode geworden aufgrund der Zeit, hier im Rathaus Reinsdorf aufbewahrt wird. Wenn man die Fahne aufmerksam betrachtet, dann wird die Geschichte lebendig. Steffen Ludwig ist ein wahrer Geschichtsexperte und staunt selbst darüber, was die Fahne an interessanten Details über die Vergangenheit in Sachsen verrät. Und die Fahne ist ja immer ein Symbol. Und hier sieht man also 1878 an den Inschriften, wie müssen sich die Sachsen verändert haben. 1866 noch ja gegen Preußen im preußisch-österreichischen Krieg gekämpft. Dann 1871, 71 ja im deutsch-französischen Krieg unter preußischer Führung. Und 1878, und das sieht man an diesen historischen Unterschriften, Fahneninschriften ganz einfach, dass man da voll nationalistisch für das Deutsche Reich hier auch in der Region gewesen ist. Doch nicht nur die Fahne selbst, auch der Fahnenstock erzählt dem aufmerksamen Betrachter viele Geschichten. Ein weiteres historisches Kleinod sind natürlich dann diese Fahnennägel, auch gemeinhin Stocknägel genannt, die also zum Beispiel viele Jubiläen auszeichnen, wo diese Fahne geweht hat. Und man hat damals diese Fahnennägel gemacht und nicht wie heute die Fahnenbänder. Also eigentlich etwas Dauerhaftes zur Zier und das sieht natürlich auch wunderbar aus. Eine weitere Fahne im Reinsdorfer Rathaus ist die vom Vielauer Radfahrerverein. Sie ist erst jetzt wieder zu sehen. Bis vor kurzem prangten darauf noch die Symbole der Rassegeflügelzüchter. Doch wie wurde aus der Fahne der Radfahrer plötzlich die der Züchter? Das war praktisch übernäht. Mit einer Symbolik, ein Hahn zum Beispiel war drauf und 100 Jahre oder 100 Jahre steht hier um, Geflügelverein Vielau untereinander. Ja. So, und die Fahne als solche war wahrscheinlich eine Spende eines untergegangenen Vereins, also da, den es nicht mehr gab, den Radfahrerverein. Und ein Mitglied von dem Radfahrerverein hat diese Fahne dann dem Geflügelverein gespendet. Und so wusste lange Zeit kaum jemand, dass die Vereinsfahne der Rassegeflügelzüchter im Herzen eigentlich eine Radfahrerfahne war. Nun haben die Züchter erstmal keine eigene Vereinsstandarte mehr. Eine neue ist sehr teuer, weil es größtenteils Handarbeit ist. Eine Kunst, die heute nur noch sehr wenige Firmen oder Handwerker beherrschen.